neue Saison. Das macht ihn. Ist ziemlich stark. Hat zwei gute Fahrer. Der Nachteil ist, dass sie viel kosten und relativ alt sind. Okay. Klar, so was sie wäre. So, eine Bilanz. Budget 10 Millionen. Das ist gut. Kosten pro Rennen ist fast 1 Million, 120.000. Ja, der Wagen schaut ja richtig hübsch aus. Ne? Hübsch, hübsch. Das Teil werden wir entwickeln. Wo liegen wir denn? So, Getriebe, ein neues Getriebe. Beschleunigung. Teile verbessern. Hohe Erwartungen für Saisoneröffnung. Teile drin, interessant. Ja. Und jetzt auf zum ersten Rennen der Saison. Schwarzes Meer. Schauen wir mal, wie sich die Burschen schlagen. Minuten später. Okay, dann startet das Rennen. Erste Rennen, das ist so. Jetzt geht's auf. Was haben wir für Startplatz? Siebter, nehmen wir Nelson Piquet. Siebter und 17. Thank you.
Schön, heute überholt. Okay, Platz Nummer 6. Schauen, ob die anderen wechseln. Schönes Überholmanöver. Ist noch keiner auf der Box. Keiner wechselt. Ah, jetzt gehen die ersten in die Box. Was ziehen sie auf? Wir wechseln auf Intermediates. Boxenstopp. 13. Position. Der wechselt da. Auf Intermediens, Boxenstand schnell. So, Sebert. So, wieder auf 8. Position. Lauda. Momentan Piquet, Hunt, Hayman, Häkkinen, Rosberg, Rindt. Und leider überholt gerade Jochen Rindt und Rosberg. Jetzt mal McLaren, ja. Dritte Position, zweite Position. Sehr schön. Hunt muss sicher an die Box. James Hunt. Alte Rivale, Nicolada auf Lamborghini. Topgeschwindigkeit und Lauda 331, sehr schnell unterwegs. Hunt ist in der Box und Lauda ist erster. Zweiter Piquet, Ferrucci, dritter Rosen, Ratzenberger, Yamashina auf der Toyota. Sebert auf Platz 7. Interessant. Hunt ist noch nicht auf Intermediates, sondern auf die Softreifen. Und Piquet. Kommt er vorbei? Piquet überholt Lauda. Nelson Piquet an Lauda vorbei.
22 Runden. Piquet, Lauda, Ferrucci, Worsen, Ratzenberger, Sivert. Platz 6. Piquet sehr schnell unterwegs. Rundenzeit 1:22.4. Piquet gibt richtig Gas. Und fährt uns davon. 7 Sekunden Abstand. Einmal richtig Gas geben. Sechs, ja, und Lauda holt wieder auf. Erster Sektor, persönliche Bestzeit. Fast 2 Sekunden schneller. Und neue Bestzeit, 1:22.1 von Lauda. Wir gehen an die Box. Piquet war schon in der Box. Die Reifen. Mit 4% Reifen. Lauda an der Box. Und Piquet ist wieder an Lauda vorbei. Einen Boxenstopp werden wir noch brauchen. Erster Piquet, Ferrucci zweiter, Britta Lauda, Ratzberger, Worsen, Hunt, ja, Maschina in Sevet. Platz Nummer 8. Wetter. Oh, es fängt wieder Regen an. Alles schlecht. Richtig Gas geben. 30 Minuten später. Leider überholt Piquet. Also Ferrucci. Ferrucci an der Box Intermediens. Wir bleiben noch 2 Runden draußen. Sind wir die Intermediates auf so voll danken und Lauda Position 1. Abstand auf Piquet 25 Sekunden, das sollte reichen. Okay. 339 km/h. Und Lauda an der Box. Piquet kommt um die Kurve. Lauda ist schon wieder auf dem Weg. Piquet noch auf Supersoft. Kann man sicher noch in die Box.
Okay, Sebet noch eine nächste Runde Box. Und die Claudia führt einen für das Schwarze Meer. Ja, Piquet verliert am Boden 7,7, 7,8, 8 Sekunden. Noch 9 Runden zu fahren. Ist in dieser Regenschlacht im Schwarzen Meer. Ja, und jetzt Piquet auch in der Box. Ja, Niki Lauda, Platz Nummer 1. Sebat, 7., 8. Ferrucci gibt richtig Gas. Seine Reifen nur mehr auf 53. Ferrucci aber stark auf BAM. Ratzenberger. Jaguar, Steve Rosen, der Mekaner, Vallon, Team und Vallon nur 14. Ein bisschen enttäuschend. Zustand 27, 23. Ja, das müsste reichen. 4 Runden. Was kann Sebat noch? Sebat kann ein bisschen Gas geben. Kann dann halt hart im Kampf hier, der Sebat mit Rindt und hat Rindt überholt und Rindt überholt wieder zurück. Harter Dreikampf zwischen Yamashina, Rindt und Sebat und Jochen Rindt überholt Yamashina. Kommt Sebat auch vorbei? Jawohl, er ist vorbei. Sebat nun auf 7 und bleibt an Jochen Rindt dran. Noch 3 Runden. Sebat, ja, uiuiui, das war knapp. Bloß keine Berührung. Ein harter Kampf. Eckflügel 18, ja. Das muss reichen, das muss halten, das muss halten. Sie hat jetzt ausgeschieden. Was ist passiert? Hat technische Probleme. Motor quant. Und zurück zu Sebat. Kämpft immer noch mit Jochen Rindt. Ein harter Kampf. Jochen Rindt, ein sehr guter Fahrer, wird seine 6. Position nicht so leicht aufgeben. Sebat hat die bessere Runde abgeliefert. Piquet holt stark auf. Da muss Sebat noch aufpassen.
Die Claudia führt noch. Oh, mit einem sicheren Abstand von 49 Sekunden auf James Hunt. Schiller hat aufgegeben, technisches, mechanisches Problem. Oh, Sebert hat das schön ausgenutzt. Und ist jetzt auf 6. Platz. Ferrucci, 7 Sekunden Abstand. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Und Niki Lauda in der letzten Runde. Ja, Heckflügel haltet 18%. Und Niki Lauda an der Zielgeraden. Erster Sieg im Schwarzen Meer. Gratuliere Niki Lauda. Sein erster Sieg. Ersten Saison der Formel Fantasy. Zweiter Hand hat auch Probleme mit ins Ziel kommen. Ja. James Hunt, 2. Platz für James Hunt auf Lamborghini. Wasen, Steve Wasen. 3. Platz, 4. Ratzenberger, 5. Ferrucci und Platz 6 Sebert. Also Niki Lauda Sieger vom Grand Prix am Schwarzen Meer. Schöne Performance von Lauda. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wie sich Lauda im zweiten Rennen schlägt.